Hallo und willkommen Leute, hier ist Grumpt und ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem neuen Horrorprojekt und zwar Gridbird. Layers of Fear ist leider zu Ende, das heißt wir spielen jetzt das nächste Horrorspiel. Gridbird, ich weiß nicht besonders viel drüber, aber von dem was ich gesehen habe, sah es so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Amnesia und Outlast und wir werden einfach mal schauen wie es ist, also bis gleich. This mansion was my grandfather's heritage. This house has a long history. It was my shelter, my refuge. It was everything to me. From the very moment of my birth till my death. Oh, woke up already. I just was going to talk to you. It's been ages ago. There were so many extraordinary things. Alright, hallo, ja, hier sind wir. Okay, die Übersetzung ist schon mal mega schlecht. Ich muss möglicherweise wieder auf Englisch schalten und nicht auf Deutsch. Wir können es umschauen. Ich muss sagen, die Grafik sieht ja schon mal ziemlich nett aus, ne? Ist ja nicht schlecht. Ich find's krass, wie viele Horrorgames es in der Zeit gibt, die alle mehr oder weniger Indie-Games sind, aber trotzdem super aus dem Aussehen. Wir können es umschauen, wir können aber nichts machen. Kann ich aufstehen? Irgendwie? Nein, ich kann mich nur umschauen. Da sind drei Räder, vielleicht kann ich eins von dem drehen. Da ist eine Leiche und ich hänge hier. Ich kann mich auch... Oh doch, kann ich weit nach unten gucken? Nein. Oh doch? Nein, ich glaube nicht. Kann ich vielleicht irgendwie so ein bisschen wackeln? Mich nicht irgendwie loshauen? Ich weiß nicht. Ich probier's mal. Ich wackel einfach ein bisschen rum. Ich wackel. Wackel, dackel, wackel. Funktioniert das? Hinten, vorne, hin, 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 vorne. Ach, das geht? Warte, warum bin ich jetzt aufgestanden? Warum konnte ich jetzt aufstehen und eben nicht? I don't get it. I don't get it. Aber die Musik ist ziemlich cool, aber ich höre nur Musik. Okay, F. F, F. I don't know. Ich habe Gas angemacht. Warum habe ich Gas angemacht? Nochmal F? Nein? Ich bin ein bisschen verwirrt. Muss ich das Ding vielleicht drüber schieben oder so? Nee, ich kann hier absolut gar nichts machen. What do I do? Ich habe da irgendwie Gas aktiviert. Ah, hier ist ein Schalter. Was mache ich da? Ich drücke auf den weiter F hier. Oh! Hey! Oh, 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 der kommt. Da kommt jemand. Oh. Okay, ich springe. Warum soll ich springen? Das bringt doch gar nichts. Egal, ich laufe einfach. Ich bin unglaublich langsam, merke ich gerade. Aber es ist... Wow. Hallo? Okay, die Dinger bewegen sich ein bisschen seltsam. Ich muss sagen, die Umgebung... Ah! Sieht ja schon ziemlich cool aus, wollte ich sagen. Aber na gut, wir fallen runter. Natürlich. Gridbird. Ja, bis jetzt muss ich sagen, das Intro war ein bisschen komisch. Die Sprachausgabe ist ein bisschen komisch und vor allem die Übersetzung war halt vollkommen falsch. Aber ich muss sagen, bis jetzt macht es eigentlich keinen schlechten Eindruck. Die Grafik sieht nice aus, die Musik ist gut, die Atmosphäre könnte gut sein. Ich lasse mich ein wenig überraschen.
Und das Spiel soll circa 1,5 Stunden lang gehen, so wie ich das mitbekommen habe. Aber naja, also werden es wieder so 5 bis 6 Parts, wir müssen durchspielen. Kann ich machen? Lädst du noch? Ah, ich bin da. Ich liege auf dem Boden. Au. Ah ne, ist niemand. Alles. Okay, jetzt verstehe ich ja, warum die Ratte gerade weggerannt ist. Okay. Okay, die Lichteffekte sehen echt gut aus, ne? Ich muss echt sagen, die Grafik ist nice. Dagegen kann man eigentlich nichts sagen. Sollen wir einfach rausgehen? Was ist das? Okay. Oh! Wo bin ich gerade reingefallen? Hä? Ich falle irgendwo rein, wenn ich da lang laufe, aber ist ja auch egal. C, um hinzuhocken. Okay, hab ich. Und jetzt? Ach, um da drunter durchzukommen, oder was? Wahrscheinlich, ne? Okay. Hallo? Kann ich... Okay, ich... Ja! Ich knie mich doch schon. Ach, ich muss so da durchknien und es trotzdem richtig teilen, wenn ich davon nicht erwischt werde. Ich bin doch unglaublich langsam, ne? Aber naja, okay. Wie gesagt... Oh, dann gehen wir hier runter. Das ist aber schön. Ja, und Leute, heute um 18 Uhr werde ich wieder livestreamen. Und zwar werde ich heute Yearwalk livestreamen, was ein sehr, sehr cooles Indie-Horror-Game ist. Ich hoffe, da seid ihr mit dabei. Da freue ich mich schon sehr drauf. Es wird sehr lustig. Ja, schreibt schon mal in die Kommentare, was ihr bis jetzt von Gridbird haltet. Ich bin bis jetzt noch nicht positiv oder negativ überrascht. Bis jetzt finde ich es einfach gut. Kann ich nichts anderes sagen? Kann ich da hoch? Ja, kann ich. Und jetzt gehen wir die Leiter hoch. Ich bin nicht mehr genau sicher, was unsere Aufgabe ist. Ich schätze, wir müssen hier einfach langlaufen, oder? Und von diesem Typ da wegkommen. Hallo? Oh. Okay. Also die Gänge sehen alle ziemlich ähnlich aus. Und ich kann auch nicht sprinten. Ich bin unglaublich langsam. Okay. Gehen wir mal durch. Okay, krasse Wassereffekt. Uiuiuiui, ich muss echt sagen, die Grafik ist schon ziemlich nice. Die ist teilweise mega krass, wie hier mit den Wassereffekten. Aber teilweise, guck mal die Tür an. Die sieht irgendwie so ein bisschen komisch aus, finde ich. Okay, ich merke schon. In letzter Zeit gibt es viele Horrorspiele, die sich alle von... Ist gerade runtergefallen? Ich habe es nicht mitbekommen. Es gibt sehr viele Horrorspiele, die sich von PT inspirieren lassen, ja. Sieht alle ziemlich ähnlich aus. Ich meine, Layers of Fear war sehr ähnlich. Oh, kann ich es mitnehmen? Da ist eine Notiz. Ah, hier ist ein... Okay. Da. Das ist irgendeine Statue für irgendein Gebäude, glaube ich. Bin mir auch nicht sicher. Kann ich die auch lesen? Ja. Der Graf Ray Johnson, ein Angehöriger der Königsfamilie, hat im neuen Land ein eigenes Schloss gebaut. Von dort aus soll der Graf die Kolonien des britischen Weltreichs leiten. Aha. Die Ritterkreuzträger haben zu Ehren des Grafes ein Fest bei seinem Einzug in sein neues Schloss veranstaltet. Der Adelssitz ist von dem berühmten Baumeister S. Richardson gebaut worden. In Kürze bezieht auch die Familie des Grafen das Schloss. Zur Feier dieses Ereignisses soll ein großer Ball veranstaltet werden, zu dem die einflussreichsten Leute der Stadt eingeladen werden. Alles klar, das freut mich. Hey, ich kann das Licht ausmachen, das ist aber sinnvoll. Okay, was gibt's denn hier auf den Bildern? Nach dem ganzen Layers of 4 Kram traue ich keinen Bildern mehr. Egal. Wir laufen links oder rechts? Oh, wir gehen nach rechts, hier ist Blut. Blut gut. Ha! Brauchen noch einen Schlüssel. Na gut, dann holen wir uns mal einen Schlüssel von hier irgendwo. Na, toll. Ach so, ich muss F gedrückt halten, um Türen aufzumachen. Okay, kann ich hier wieder zumachen? Nee, kann ich nicht. Ah, schade. Also hinter mir kann ich keine Türen schließen. Ist doof. Ist irgendwas drin? Geht die Tür auf? Nein. Ich verstehe nicht genau, wie man Türen aufmacht. Ich glaube einfach meine Taste gedrückt halten. Oder so, was war das? Ha! Mach ich wieder aus. Okay, lass einfach ran. Eigentlich besser. Ein Blitz! Oh. Oh. 15 Leute haben sich da umgebracht. Mysterious death of Carrie Johnson, the former owner of the Johnson family mansion. As we know, he was killed in his office under unknown circumstances, and the police could not find the culprits. Ich bin mir ziemlich sicher. The house was transferred to the Red Tree Foundation and was soon converted into a comfortable hotel, according to Radio Liberty. Das ist also ein Hotel und hier wurde dieser eine Typ da umgebracht und jetzt haben schon 15 Leute Selbstmord. Ja. Hallo? 5 Leute haben hier Selbstmord begangen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Polizei nicht sagen würde, dass irgendwas mit dem Geist zu tun hat. Da bin ich mir sehr sicher. Ich glaube, die Polizei ist ein bisschen seriöser. Fuck, war das denn? Ach so, PT, alles klar. Alles klar. Ja, ich laufe um die Ecke und da steht der Typ. Gut, dann laufe ich mal in den Reihen, because why the fuck not? Hallo? Oh! Aua! Ein bisschen. Warum schlägst du immer noch auf mich ein, nachdem ich schon tot bin? Aua.
Ja, mach nochmal. Das klingt so schön. Komm, schlag nochmal rein. Dankeschön. Wundervoll. What the fuck, war das falsch? Respawn, Enter. Ach, das war falsch. Ich hab was falsch gemacht. Du Arschloch. Was hätte ich denn machen sollen? Na gut. Dann habe ich halt was falsch gemacht. Achso, okay, das ist nur die geöffnete. What the fuck? Ernsthaft? Warte, wo kommt das Ding her? Das war eben noch nicht da. Oder? Jetzt bin ich ein wenig verwirrt, muss ich sagen. Aber na gut. Lauf mir einfach mal. Ich höre die ganze Zeit irgendwas hinter mir. Also die Sounds sind schon mal sehr gut gemacht. Auch wenn es vielleicht so ein bisschen mehr gut. Oh, ein Maus gerade gewackelt. Ein bisschen mehr gruselige Sounds haben könnte, dürfte, sollte. Geht das auf? Nee. Kann ich da. Warum bin ich denn jetzt. Ich bin nicht genau sicher, was ich aufmachen kann und was nicht. Und warum bin ich jetzt hier drin, wenn ich die Dinger nicht aufmachen kann? Hä, hey, das geht nicht auf? Warum bin ich dann hier? Vielleicht mit der linken Maus? Ich bin verwirrt. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Ich komme hier nicht raus. Hä, hey, warum bin ich denn. I don't know. Vielleicht will mich hier verstecken? Ich habe keine Ahnung. Ich bin aber unglaublich langsam, was ein bisschen anstrengend auf die Dauer werden könnte, falls wir öfters mal an irgendwelchen Stellen sterben werden. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber na gut. Anscheinend haben wir da eben was falsch gemacht, denn wir sind dann. Wie heißt der? Sam? Sam? Bin gar nicht sicher. Ich glaube, Sam heißt der. Sind wir gestorben. Also anscheinend hätten wir anders reagieren müssen. Ich dachte eigentlich, wir müssen da durchlaufen. Es sah nämlich aus, als ob es so gescriptet wäre. Aber anscheinend nicht. Ich mach das Licht hinter mir aus, weil Licht aus ist immer gut. Warum wackelt alles? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ist das einfach Zufall, dass verschiedene Sachen passieren? Oder hätte ich echt sterben müssen? Und sollte ich nochmal langlaufen? Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt der vorne. Oh, Lichter. Okay. Ich musste sterben. Ziemlich klar. Ey, na, was geht? Alles klar bei dir? Alles klar bei dir? Oh, Notiz. Carrie. Ach, Carrie. Ist der Carrie? Ich bin gar nicht mehr sicher. Carrie Johnson, 1991. Ah, na gut. Wenn bei dir sonst alles in Ordnung ist, dann ist das ja schön. Muss ich wieder raus? Ich hab keine Ahnung. Ich muss zurück, oder? Weil da kann ich, glaube ich, nicht mehr lang. Oder ist hier sonst irgendwas drin? Weil ich kann jetzt nicht mehr da rechts langlaufen, wo ich eben gestorben bin. Nee, also ich gehe mal davon aus, dass ich wieder zurückgehen muss. Ich kann hier sonst nichts machen. Also gehe ich einfach wieder zurück. Weil da geht's nicht lang. Der Weg wurde gerade abgesch... What the fuck? What the fuck, Scheißspinne. Die ist fucking riesig und eklig, ey. Die. Da ist irgendwas. War ich hier schon drin? Ich glaube, hier war ich noch nicht drin. Hallo? Kann ich da rein? Ah, jetzt geht das? Wait, what? Warum kann ich jetzt hier. Hallo? Warum gibt es überhaupt so große Lüftungsschächte auf der Bodenebene? Ist das ein Hotel so? Ah, hier passiert bestimmt überhaupt nichts Schlimmes, wenn ich hier hochgehe. Toll. Ich freue mich schon. Na gut. Mach schneller. Beweg dein Popo. Alter, sind wir langsam, Leute. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, man könnte auch in so einem Gang schneller hochklettern. Das ist nämlich gerade übrigens an. Kennt ihr das? Früher als kleines Kind oder als Kind auf dem Spielplatz immer die Rutschen rückwärts hochlaufen. Das heißt also von unten nach oben durchklettern. Teilweise war das mega anstrengend und total eng und unangenehm eigentlich. Man hat es trotzdem geschafft. Wir hatten hier zum Beispiel hier in der Nähe so einen Spielplatz. Da hatten wir so eine riesige Rutsche, so eine riesige Metallrutsche, so eine Röhre, die von unten nach oben ging, so eine Spirale. Dann bin ich mal hochgeklettert. Und das war mega schwer, aber es war voll befriedigend, wenn man es dann geschafft hat. Man ist dann manchmal kurz am Ende komplett wieder runtergerutscht und das war cool. Okay, geh ich mal hier runter. Hallo? Ich weiß nicht, ob es hier Speicherpunkte gibt, deswegen will ich noch kurz weitermachen, obwohl ich eigentlich gleich ein paar beenden wollte. Aber ich bin mir echt nicht sicher, wie weit ich kommen muss. Okay, das sieht aus, ob das der richtige Weg wäre. Oder? Bin mir auch nicht sicher. Ich gehe einfach mal hier runter. I don't know. Komm. Nein? Alles klar, ich kann da nicht runter. Aber gut, dann würde ich sagen, mache ich hier erstmal kurz einen Cut. Ich hoffe, euch gefällt bis jetzt der erste Part von Gridbird. Ich finde es eigentlich ein ziemlich cooles Horror-Game. Ich will gucken, was hier noch so alt auf uns zukommt. Ich glaube, es wird eher so ein bisschen adventurig als actionmäßig. Und das finde ich sehr cool. Ich freue mich ja schon sehr drauf. Das Spiel sieht auf jeden Fall echt schön aus, muss ich sagen. Gut, dann sehen wir uns dann im nächsten Part. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr Horror-Games sehen wollt, guckt hier oben in der Playlist. Da habe ich ganz viele verlinkt. Die sind alle sehr cool. Und dann würde ich sagen, da schon wieder die Spinne. Fick dich. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Bye-bye.